Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute lese ich Kapitel 3 und 4 von Auf zwei Planeten von Kurt Laßwitz. Mach's dir wieder bequem, schenk dir deinen Eistee vielleicht nochmal ein. Ah, guter Eistee. Und dann lehn dich zurück und komm mit mir wieder an den Nordpol der Erde. Kapitel 3. Unter dem Einfluss der geheimnisvollen Kraft, welche die Trümmer der verunglückten Expedition in der Richtung der Erdachse vom Nordpol forttrieb, hatten sie eine ungeheure Beschleunigung erlangt. Der in die Falten des Ballons hineingetriebene Korb bewegte sich jetzt mit rasender Geschwindigkeit nach oben. Wenige Minuten mussten genügen, den Tod der Insassen zu bewirken, da der Verschluss der Gondel sie nicht hinreichend zu schützen vermochte. Nicht mehr von der Erde aus erkennbar schien das seltsame Geschoss einsam und verlassen den Weltraum zu durcheilen, jeder menschlichen Macht entrückt, ein Spielball kosmischer Kräfte. Und dennoch war der Ballon der Gegenstand gespanntester Aufmerksamkeit. Die Beobachter desselben befanden sich auf einer Stelle, wo kein Mensch lebende Wesen vermutete. Ja, nur eine solche Möglichkeit hätte verstehen können. Dass der Nordpol von unbekannten Bewohnern besetzt sei, war ja äußerst seltsam und überraschend, aber er war doch ein Punkt auf der Erde, auf welchem lebende Wesen sich aufzuhalten und zu atmen vermochten. Der Ort dagegen, von welchem aus man jetzt auf den verunglückten Ballon aufmerksam wurde, befand sich bereits außerhalb der Erdatmosphäre. Genau in der Richtung der Erdachse und auf dieser genau so weit von der Oberfläche der Erde entfernt wie der Mittelpunkt der Erde unterhalb, also in einer Höhe von 6.356 Kilometer, befand sich frei im Raum schwebend ein merkwürdiges Kunstwerk, ein ringförmiger Körper etwa von der Gestalt eines riesigen Rades, dessen Ebene parallel dem Horizont des Poles lag. Dieser Ring besaß eine Breite von etwa 50 Metern und einen inneren Durchmesser von 20. Im Ganzen also einen Durchmesser von 120 Metern. Rings um denselben erstreckten sich außerdem ähnlich wie die Ringe um den Saturn dünne, aber sehr breite Scheiben, deren Durchmesser bis auf weitere 200 Meter anstieg. Sie bildeten ein System von Schwungrädern, das ohne Reibung mit großer Geschwindigkeit um den inneren Ring herumlief und denselben in seiner Ebene stets senkrecht zur Erdachse hielt. Der innere Ring glich einer großen kreisförmigen Halle, die sich in drei Stockwerken von zusammen etwa 15 Metern Höhe aufbaute. Das gesamte Material dieses Gebäudes, wie das der Schwungräder, bestand aus einem völlig durchsichtigen Stoffe. Dieser war jedoch von außerordentlicher Festigkeit und schloss das Innere der Halle vollständig luft- und wärmedicht gegen den leeren Weltraum ab. Obwohl die Temperatur im Weltraum rings um den Ring fast 200 Grad unter dem Gefrierpunkt des Wassers lag, herrschte innerhalb der ringförmigen Halle eine angenehme Wärme und eine zwar etwas stark verdünnte, aber doch atembare Luft. In dem mittleren Stockwerk, durch welches sich ein Gewirr von Drähten, Gittern und vibrierenden Spiegeln zog, hielten sich auf einer inneren Seite des Rings zwei Personen auf, die sich damit beschäftigten, eine Reihe von Apparaten zu beobachten und zu kontrollieren. Wie aber war es möglich, dass dieser Ring in der Höhe von 6.356 Kilometern sich freischwebend über der Erde erhielt? Eine tiefreichende Erkenntnis der Natur und eine äußerst scharfsinnige Ausbildung der Technik hatten es verstanden, dieses Wunderwerk herzustellen. Der Ring unterlag natürlich der Anziehungskraft der Erde und wäre, sich selbst überlassen, auf die Insel am Pol gestürzt. Aber gerade von dieser Insel aus aber wirkte auf ihn eine abstoßende Kraft, welche ihn in der Entfernung im Gleichgewicht hielt, die genau dem Halbmesser der Erde gleichkam. Diese Kraft hatte ihre Quelle in nichts anderem als in der Sonne selbst
und die Kraft der Sonnenstrahlung so umzuformen, dass sie jenen Ring der Erde gegenüber in Gleichgewichtslage hielt, das eben hatte die Kunst einer glänzend fortgeschrittenen Wissenschaft und Technik zustande gebracht. In jener Höhe, einen Erdhalbmesser über dem Pol, war der Ring ohne Unterbrechung der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Die von der Sonne ausgestrahlte Energie wurde nun von einer ungeheuren Anzahl von Flächenelementen, die sich in dem Ring und auf der Oberfläche der Schwungräder befanden, aufgenommen und gesammelt. Die Menschen verwendeten auf der Erdoberfläche von der Sonnenenergie hauptsächlich nur Wärme und Licht. Hier im leeren Weltraum aber zeigte sich, dass die Sonne noch ungleich größere Energiemengen aussendet, insbesondere Strahlen von sehr großer Wellenlänge wie die elektrischen, als auch solche von noch viel kleinerer als die der Lichtwellen. Wir merken nichts davon, weil sie zum größten Teile schon von den äußersten Schichten der Atmosphäre absorbiert oder wieder in den Weltraum ausgestrahlt werden. Hier aber wurden alle diese sonst verlorenen Energiemengen gesammelt, transformiert und in geeigneter Gestalt nach der Insel am Nordpol reflektiert. Auf der Insel wurden sie in Verbindung mit der von der Insel direkt aufgenommenen Strahlung zu einer Reihe großartiger Leistungen verwendet. Denn man hatte auf diese Weise eine ganz enorme Energiemenge zur Verfügung. Ein Teil dieser Arbeitskraft wurde nun zunächst dazu gebraucht, ein elektromagnetisches Feld von gewaltigster Stärke und Ausdehnung zu erzeugen. Die ganze Insel mit ihren 144 Rundbastionen stellte gewissermaßen einen riesigen Elektromagneten vor, der von der Sonnenenergie selbst gespeist wurde. Die Konstruktion war so angelegt, dass die Kraftlinien sich um den Ring konzentrierten und dieser der Schwerkraft entgegenschwebend gehalten wurde. Dass dies genau in der Entfernung des Erdhalbmessers vom Pole geschah, hing mit einer Beziehung zwischen Elektromagnetismus und Schwere zusammen, infolge deren sich gerade an dieser Stelle eine Art Knotenpunkt für die Wellenbewegung beider Kräfte zu bilden vermochte und das Gleichgewicht ermöglichte. Allerdings wurde durch eine Reihe komplizierter und höchst scharfsinnig ausgedachter Kontrollapparate dafür gesorgt, dass alle Schwankungen der Energiemengen zur rechten Zeit ausgeglichen wurden. Einen solchen Apparat aufzustellen wäre indessen an keinem anderen Punkt der Erde möglich gewesen, als in der Verlängerung ihrer Rotationsachse, also über dem Nordpol oder über dem Südpol. Denn an jeder anderen Stelle hätte, abgesehen von tiefer liegenden Schwierigkeiten, die Verschiebung der Erdoberfläche infolge der täglichen Umdrehung der Erde unüberwindbare Hindernisse für die Herstellung des Gleichgewichts zwischen der Schwerkraft und dem Elektromagneten geboten. Auch hätte die gleichmäßige Sonnenstrahlung gefehlt. Der Pol bietet aber in jeder Hinsicht die einfachsten Verhältnisse, wenn es gelingt, bis zu ihm zu gelangen. Nun, die unübertroffenen Ingenieure der Insel und des Rings waren einmal da. Aber wo kamen sie her? Wie waren sie dorthin gelangt, ohne dass die Internationale Kommission für Polarforschung die geringste Ahnung dafür hatte? Und vor allem, wenn sie einmal da waren, was hatte es für einen Zweck, jenen freischwebenden Ring über dem Pol zu balancieren? Und wenn einmal jener Ring da war, wie konnte man hinauf und hinabkommen? Jener Ring war überhaupt nur ein Mittel, um einen ganz anderen Zweck zu erreichen. Er diente dazu, einen Standpunkt außerhalb der Atmosphäre der Erde zu gewinnen, eine Station, um zwischen dieser und der Erde nichts Geringeres auszuführen als eine zeitweilige Aufhebung der Schwerkraft. Der Raum zwischen der inneren Öffnung des Ringes von 20 Metern Durchmesser und der auf der Insel sich befindenden Vertiefung, also ein Zylinder, dessen Achse genau mit der Erdachse zusammenfiel, war ein abarisches Feld. Dies bedeutet ein Gebiet ohne Schwere. Körper, welche in diesen zylindrischen Raum gerieten, wurden von der Erde nicht mehr angezogen. Dieses abarische Feld bewirkte, dass in der ganzen Umgebung des Feldes Spannungen im Raum vorhanden waren, wodurch etwa sich nähernde Körper in das Feld getrieben wurden. Daher war es gekommen, dass der Ballon der Luftschiffer allmählich der Insel und damit dem abarischen Felde unentrinnbar zugefügt worden war. Die Erzeugung jenes Feldes, in welchem die Schwerkraft aufgehoben war,
für den inneren Raum zwischen Insel und Ring war dadurch möglich gemacht worden, dass man eine der Erdschwere entgegengesetzt gerichtete Gravitationskraft herstellte. Es war jenen Polbewohnern bekannt, wie man diejenigen Strahlen, welche hauptsächlich chemische Wirkung Wärme und Licht liefern, in Gravitation überführen kann. Sie wurden zu diesem Zweck bis in den inneren Teil des Rings geleitet und traten hier in den Gravitationsgenerator. Dieser war ein Apparat, durch welchen man Wärme in Gravitation umwandelte. Ein zweiter, ebenso eingerichteter Gravitationserzeuger befand sich in der zentralen Vertiefung im Inneren der Insel. Beide Apparate wirkten derartig zusammen, dass die Beschleunigung der Schwerkraft im Inneren zwischen Insel und Ring beliebig reguliert werden konnte. Man konnte sie entweder nur verringern oder ganz aufheben. Dann war das abarische Feld im eigentlichen Sinne hergestellt. Oder man konnte die Gegenschwerkraft so verstärken, dass die Körper innerhalb des abarischen Feldes nach oben fielen. Das heißt, eine beliebige starke Beschleunigung entgegengesetzt der Erdschwere, also von der Erde fort erhielten. Auf diese Weise war es möglich, mit jeder gewünschten Geschwindigkeit Körper zwischen der Insel und dem Ring sowohl von unten nach oben als von oben nach unten in Bewegung zu setzen, indem man sie in einen zu diesem Zweck konstruierten Flugwagen einschloss. Es war nun die schwierige Aufgabe der Ingenieure, an den beiden Endstationen den Betrieb so zu regulieren, dass jedes Mal das abarische Feld die nötige Stärke besaß, um den Wagen nach oben zu treiben oder in seiner Bewegung aufzuhalten. Als der Ballon der Polarforscher in das abarische Feld geriet, war dasselbe gerade auf Gegenschwere gestellt, weil sich ein Flugwagen auf dem Wege von der Insel nach dem Ringe befand. Infolgedessen wurde der nach dem abarischen Felde hingedrängte Ballon, sobald er in die Achse desselben geraten war, mit großer Geschwindigkeit in die Höhe gerissen. Äußerlich unterschied sich das Feld von der umgebenden Luft in gar nichts. Nur ein starker aufsteigender Luftstrom und infolgedessen ein seitliches Zuströmen der Luft war natürlich vorhanden. Aber bei dem geringen Durchmesser des Feldes von 20 Metern war die in die Höhe getriebene Luftmasse so gering, dass es dadurch nicht zu einer merklichen Nebel- oder Wolkenbildung kam, zumal vom Ringe wie von der Insel aus eine so starke Bestrahlung stattfand, dass der sich etwa kondensierende Wasserdampf sofort wieder in Gasform aufgelöst wurde. Solange der Ballon sich noch in den Luftschichten bis 1 oder 2 Kilometer befand, konnte das Ausströmen des Gases ein Aufsteigen einigermaßen verzögern. Dann aber wurde die Beschleunigung zu groß. Die Gondel, welche sich im Zentrum des Feldes befand, erfuhr dabei eine größere Beschleunigung nach oben als der an Masse zwar geringere, an Ausdehnung aber so viel größere Ballon. Denn da der Durchmesser des Ballons 20 Meter übertraf, so ragte er zum Teil über das abarische Feld hinaus. Erst als er durch den Verlust an Gas zusammengesunken war, geriet er ganz in das abarische Feld und nun begann jener kolossal beschleunigte Fall nach oben, der den Ballon binnen einer Viertelstunde auf 1000 Kilometer emporgerissen hatte, wenn er nicht zum Glück noch kaum einer Minute aufgehalten worden wäre. Als die Ingenieure der Insel den Ballon bemerkten, hatten sie zunächst versucht, ihn durch Ergreifung des Schleppgurts festzuhalten. Dies hatte Grunthe durch das Hinauswerfen der Champagnerflaschen verhindert, da er jede Berührung der Insel vermeiden wollte. So war der Ballon so weit gestiegen, dass er nicht mehr ergriffen werden konnte. Aber er war dadurch dem abarischen Felde unrettbar überliefert. Hier hätten ihn nun die Bewohner der Insel freilich sogleich aufhalten und zurückführen können, wenn sie die Gegenschwere im Felde abgestellt hätten. Dies war ihnen jedoch darum nicht möglich, weil sich oberhalb des Ballons längst nicht mehr sichtbar ihr eigener Flugwagen befand. Sie konnten also nicht eher eine Veränderung am Felde vornehmen, als bis ihr Wagen an der Station des Ringes angekommen war. Zum Glück für die Insassen des Ballons musste dies in kürzester Zeit geschehen. Inzwischen hatten aber auch die Ingenieure auf dem Ring, obwohl sie den Ballon nicht sehen konnten, doch an ihren Gravitationsmessern eine Störung im abarischen Felde wahrgenommen. Sie sandten daher vom Ring eine Depesche nach der Insel. Diese Übermittlung bot keine Schwierigkeit, denn sie verstanden es, die Lichtstrahlen selbst als Träger für ihre Depeschen zu benutzen.
Der Raum zwischen Ring und Insel gestattete dies infolge der intensiven Bestrahlung auch bei feuchtestem Wetter. Sie telegrafierten nicht nur, sie telefonierten vermöge des Lichtstrahls. Die elektromagnetischen Schwingungen des Telefons setzten sich in photochemische um und wurden auf der anderen Station sofort am Apparat abgelesen. Während die unglücklichen Luftschiffer von der Seite des Ballons eingehüllt ihre blitzschnelle Fahrt auf der Erdachse vollführten, ging an ihnen eine Depesche vom Ring nach der Insel vorüber, welche lautete Elayo Ke. Und von der Insel wurde zurück depeschiert Bateliva Tak Afil. Man hätte freilich alle bekannten Sprachen der Erde durchgehen können, ohne in irgendeiner diese Sätze zu finden. Sie bedeuteten: Achtung, Störung, was ist vorgefallen? Und die Antwort lautete: Menschen im barbarischen Feld, abstellen so bald als möglich. Der Empfänger dieser Depesche stand in der Beobachtungsabteilung des schwebenden Rings und kontrollierte die Apparate, welche daselbst an einem großen Schaltbrett angebracht waren. Der Zeiger am Differentialbaroskop wies ihm genau die Stelle, wo sich der Flugwagen im Augenblick befand. Schon war dieser nahe herangekommen. Einige Handgriffe des Beamten regulierten die Geschwindigkeit des Wagens, der nach wenigen Minuten auf der Endstation erschien. Das vorspringende Fangnetz hielt ihn auf und er ruhte an seinem Ziel. Der Beamte, es war der Vorsteher der Außenstation selbst, namens Fru, hatte bis jetzt keinen Blick von den Apparaten verwandt. Man hätte ihn für einen alten Mann halten mögen, denn langes, fast weißes Haar flatterte um seine Schläfe. Eine ungewöhnlich hohe Stirn wölbte sich über den großen Augen, deren Pupillen einen ganz tiefen Glanz zeigten. Die Haltung des Körpers aber war frei und leicht. Gewandt bewegte er sich an dem langen Schaltbrett entlang von einem Apparat zum anderen. Seine Schritte glichen fast einem Gleiten über den Boden. Er war offenbar daran gewöhnt, dass die Schwerkraft eine viel geringere war als auf der Erde. Denn hier, in der doppelten Entfernung vom Mittelpunkt der Erde als deren Oberfläche, betrug die Schwere nur ein Viertel von der uns gewohnten. Die Tür des Flugwagens wurde jetzt geöffnet. Der Vorsteher der Ringstation warf nur einen flüchtigen Blick dorthin und wandte sich dann wieder den Apparaten zu, um nach dem Pol zu telegrafieren, dass das abarische Feld frei sei. Die Fahrgäste verließen den Wagen und betraten die Galerie. Es mochten 18 Personen sein, in seltsamer Tracht mit eng anliegenden Kleidern. Ihre bedeutenden Köpfe zeichneten sich meist durch sehr helles, fast weißes Haar und glänzende, durchdringende Augen aus, die aber jetzt durch dunkle Brillen geschützt waren. Sie durchschritten die Galerie, deren Überschrift in jener fremden Sprache besagte, dass man sich auf der Außenstation der Erde befinde, und wandte sich über eine Treppe der Ausgangstür nach der oberen Galerie zu. Über der Tür stand in großen Buchstaben Vel'Lo'Nu. Das bedeutet zum Raumschiff nach dem Mars. Jener schwebende Ring war nichts anderes als der Marsbahnhof der Erde. Er war eine Station in der Nähe der Erde, durch deren Erbauung es den Bewohnern des Planeten Mars möglich geworden war, zwischen ihrem Planeten und der Erde eine regelmäßige Verbindung herzustellen. Die Fahrgäste des Flugwagens waren Martier, die nach ihrer Heimat zurückkehren wollten. Viertes Kapitel. Die Regulierung des abarischen Feldes hatte von der Ringstation aus stattgefunden, um den emporsteigenden Flugwagen mit der nötigen Geschwindigkeit zu leiten. Der Wechsel von Gegenschwere und Erdschwere erstreckte sich aber auf das ganze Feld und hatte natürlich zur Folge, dass auch der verunglückte Ballon den Schwankungen der Schwere unterlag. So wurde er zuerst in seinem Fluge nach oben gemäßigt, durchlief dann eine kurze Strecke mit unveränderter Geschwindigkeit und von dem Augenblicke an, an welchem der Flugwagen den Ring erreicht hatte, begann der Ballon wieder mit immer zunehmender Geschwindigkeit zu fallen. Da in diesen Höhen von einem Widerstand der Luft nicht die Rede war, so fielen auch jetzt Ballon und Gondel mit gleicher Geschwindigkeit.
Der stark zusammengesunkene Ballon, der einen großen Teil seiner Gasmenge verloren hatte, bedeckte in dichten Falten den Korb. Dieser Umstand hatte die Luftschiffer von einem sofortigen Tod bewahrt. Zunächst schützte sie die Einhüllung in den Ballon vor dem Erfrieren. Ja, merkwürdigerweise stieg die Temperatur im Inneren des Korbes wieder, als die Atmosphäre der Erde durchflogen war. Dies rührte von der Sonnenstrahlung her, welche jetzt in voller Stärke durch die Luft nicht mehr aufgehalten den Ballon traf. Sie wurde durch die Hülle des Ballons absorbiert und erwärmte alles, was sich in derselben befand. Ein glücklicher Zufall hat es aber auch so gefügt, dass sich noch ein Teil des Gases im Ballon hielt, dessen Stoff von so vorzüglicher Beschaffenheit war, dass er die Diffusion des Wasserstoffs selbst gegenüber dem leeren Raum fast vollständig aufhob. Das Gas konnte nur durch das Landungsventil entströmen. Das Versagen der Zerreißvorrichtung, das ihr Verderben schien, wurde jetzt die Rettung der Luftschiffer. Durch die Einstülpung, welche der Ballon im abarischen Felde erfahren hatte, war der untere Teil des Ballons so in den oberen hineingetrieben worden, dass das Ventil zwischen den Falten zusammengepresst lag und ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert wurde. Freilich hätte auch dies nicht lange vorgehalten, aber der ganze Vorgang von dem Augenblick, in welchem Grunthe die Reißleine ergriff, bis zum Zusammenklappen des Ballons und dann zum Abstellen des abarischen Feldes durch die Martier, hatte nur wenige Minuten betragen. Da es sich bei dem Niedergang des Ballons im abarischen Feld um einen herabsteigenden Körper handelte, hatten die Ingenieure der Insel die Regulierung der Bewegung zu besorgen. Sie konnten denselben zwar der eingetretenen Bewölkung wegen nicht sehen, aber ihre Instrumente zeigten ihnen genau die Stelle, an welcher er sich befand und die Geschwindigkeit, mit welcher er fiel. Sie gaben nun im geeigneten Moment dem Feld eine so starke Gegenbeschleunigung, dass der Ballon in der Höhe von etwa 3000 Meter über der Erde zur Ruhe kam. Gerade in dem Augenblick, in welchem er die Wolkendecke durchbrochen hatte und der Beobachtung durch das Fernrohr zugänglich geworden war. Der Ballon war jetzt den gewöhnlichen Verhältnissen der Atmosphäre überlassen. Das abarische Feld wurde nun gänzlich abgestellt, sodass es sich in nichts von den übrigen Teilen der Atmosphäre unterschied. Allerdings hatte der Ballon so viel Gas verloren, dass er sich nicht in der Höhe halten konnte. Aber wenn die Luftschiffer noch am Leben waren, durften die Martier annehmen, dass sie durch Auswerfen von Ballast ihren Abstieg nunmehr verlangsamen und selbstständig regulieren konnten. Doch was sahen die Martier der Insel durch ihre Fernrohre? Der Ballon hatte sich allerdings über den Korb wieder erhoben. Dieser selbst war aber gegen den Ring gepresst und in das Gewirr der ihn tragenden Seile geraten und lag nun vollständig schief zur Seite. Das Schleppseil hing nicht herab, sondern hatte sich um den Ballon herumgeschlungen. Der Verschluss des Korbes war geöffnet. Ein großer Teil des Inhalts der Gondel schien dabei herausgestürzt. Die Last des Ballons war dadurch so stark erleichtert worden, dass die übrig gebliebene Gasmenge, so gering sie auch war, sie doch noch zu tragen vermochte. Der Ballon sank nur ganz allmählich und wurde, da das abarische Feld außer Tätigkeit gesetzt war, vom Wind ergriffen. So trieb der Ballon von der Insel fort über das Binnenmeer hin, nahezu in der entgegengesetzten Richtung als in derjenigen, aus welcher die Luftfahrer gekommen waren. Die Martier erkannten nun wohl, dass die Insassen des Ballons die Kontrolle über ihn verloren hatten. Was konnten sie aber zu ihrer Rettung tun? Sie hätten zwar durch Herstellung des abarischen Feldes bewirken können, dass sich der Ballon dem Zentrum wieder nähern musste, doch sie wollten ihn ja gerade von der Insel entfernen, denn sie durften durch diesen fremden Körper nicht länger ihren Verkehr mit der Ringstation stören lassen. Während die Martier sich berieten, hatte der Ballon bereits die Insel überflogen und befand sich über dem Meer. Zugleich war er auf etwa 2000 Meter gesunken. Würde er das gegenüberliegende Ufer erreichen? Würde er in das Meer stürzen oder würde er an der Felswand des steil abfallenden Ufers zerschellen? Das Letzte schien das Wahrscheinlichste, wenn es nicht gelang, den Ballon entweder zu heben oder zu schnellem Sinken zu bringen. In der halb umgestürzten Gondel des Ballons sah es wüst aus. Die Instrumente zum Teil zertrümmert, die Körbe und Kisten zerbrochen, Vorräte und Menschen in einem wirren Knäuel, nur durch das Netz der vielfach verschlungenen Stricke am Herausstürzen verhindert. Von einem stechenden Schmerz im rechten Fuß erweckt, öffnete Grunthe die Augen.
Er sah sich zu seinem Erstaunen am Rande des Korbes, der sich auf der einen Seite mit dem Ring verfangen hatte. Zwischen dem Geflecht desselben und einem der Anker des Ballons eingeklemmt. Dieser hatte ihn am Fuß verletzt. Schnell kam Grunthe wieder zu vollem Bewusstsein. Er konnte nur seinen Oberkörper und die Arme bewegen. Ein Blick auf den Zustand des Ballons ließ ihn befürchten, dass es unmöglich sein würde, die Höhe des Gebirges jenseits des Sees zu gewinnen. Unter ihm aber lag die Fläche des Meeres. Besorgt blickte er sich nach seinen Gefährten um. Torm vermochte er nirgends zu entdecken. Aber nun sah er, wie unter einem zerbrochenen Korb und einem Haufen von Decken sich etwas bewegte und ein Kopf mit dunkelbraunem, lockigem Haar zum Vorschein kam. Es war Saltner, der ebenfalls aus seiner Ohnmacht erwachte. Saltner, der keine Ahnung von dem Zustand des Ballons hatte, suchte sich aus seiner unbequemen Lage zu befreien. Grunthe aber erkannte, in welcher Gefahr der Reisegenosse schwebte. Jede weitere Bewegung konnte ihn aus dem Korbe herausschleudern und hinabstürzen lassen. »Liegen Sie still«, rief er ihm zu. »Verhalten Sie sich ganz ruhig, der Korb ist gekentert, halten Sie sich fest.« »Sakrament«, brummelte Saltner unter der Decke. »Liegen Sie doch einmal still, wenn Sie auf einer zerbrochenen Champagnerflasche sitzen. Hätten wir doch das ganze Zeug gleich ausgetrunken und die leeren Flaschen hinausgeworfen.« Dabei warf er sich mit einem Gewaltruck zur Seite, zugleich aber geriet er ins Rollen. Grunthe stieß einen Schrei des Schreckens aus. Er sah den Gefährten am äußersten Rande der Gondel schweben. Saltner fuhr mit den Armen in die Luft, jedoch fand er keinen Halt. Der Körper stürzte hinaus. Seine Knie hingen in den Schlingen eines Seiles. In dieser furchtbaren Lage, den Kopf nach unten, schwebte Saltner mehr als 1000 Meter über dem Spiegel des Polarmeers. In der Aufregung des Augenblicks wandte Grunthe mit beiden Händen sich festhaltend seinen Körper so gewaltsam, dass es ihm gelang, den Fuß unter dem Anker herauszureißen. Er achtete den Schmerz nicht. So schnell wie möglich, obwohl mit größter Vorsicht, kletterte er an den Tauen des Korbes nach Saltner hin. Er suchte nach einem Seil, das er ihm zuwerfen konnte, um ihn wieder in die Gondel zu ziehen. Aber wo war in diesem Gewirr von Stricken sogleich ein passendes Tau zu finden? Hier hing eine weite Schlinge herab. Er versetzte sie in Schwingung, er zerrte daran und jetzt gelang es ihm, das Tau bis in Saltners Nähe zu bringen. Zum Glück hatte dieser keinen Augenblick seine Geistesgegenwart verloren. Als er das Tau im Bereich seiner Hände sah, griff er danach. Es gelang ihm, sich festzuhalten und nun versuchte er, an dem Tau sich wieder zur Gondel emporzuarbeiten. Schon befand er sich wieder in aufrechter Stellung. Mit den Händen am Seil höher greifend zog er seine Füße aus der Schlinge, in welcher er hängen geblieben war, und setzte sich auf den Rand des Korbes. Plötzlich entstand über ihm ein Rauschen und Krachen. Das Seil, an welchem er sich hielt, war ein Teil des über den Ballon gefallenen Schlepptaus. Es löste sich jetzt und mit seinem freien Ende vom Ballon und glitt abwärts. Kaum hatte Saltner noch Zeit, sich an der Gondel festzuklammern, als das Seil in seiner ganzen Länge hinabsauste. Aber indem es über den Ballon hinwegglitt, verfing es sich mit der Reißleine und zog dieselben mit voller Gewalt mit sich. Jetzt trat die Zerreißvorrichtung in Funktion. Die Ballonhülle klaffte auseinander, das Gas strömte mit Zischen aus, der Ballon drehte sich um seine Achse und begann mit rasender Geschwindigkeit zu fallen. »Hinauf in den Ring«, rief Grunthe. »Wir müssen sehen, die Gondel abzuschneiden.« »Aber wo ist Torm?«, rief Saltner. Sie riefen, sie schrien, sie suchten. Torm war nicht zu finden. Dennoch war es möglich, dass er sich noch im Korb befand. Sie durften diesen also nicht vom Ballon trennen. Sie konnten ihn auch nicht länger durchsuchen. Den Fallschirm«, rief Grunthe wieder. »Er ist fort.« Der Ballon wirbelte abwärts. Ein Schlag, ein Schäumen und Aufspritzen. Das Meer schlug über der Gondel und ihren Insassen zusammen. Wie eine riesige Schildkröte schwamm die Hülle des Ballons sich aufblähend auf dem Wasser, die Expedition unter sich begrabend. So, das waren Kapitel 3 und 4 aus Auf zwei Planeten.